10 years after her escape, Natascha Kampusch gives us intimate insights into her life. She shows us the place of her captivity and speaks of wounds that still need to heal. Es hat so eine unangenehme Ausstrahlung, das Haus. Es ist ja so, dass es eigentlich eine Entschädigung sein sollte, aber es ist ja auch einfach eine Belastung. Im Grunde genommen geht es mir meistens schlecht, wenn ich hierher komme, weil ich mich einfach nicht wohl fühle. Es ist einfach ein fremder Ort, obwohl ich so viele Zeit hier verbracht habe. Und das hier war die Sicherheitsanlage. Mit der hat er quasi das Haus abgesichert und ja, das war so quasi sein Konzept, dass da niemand reinkommen kann. Er hat auch behauptet, dass er da alles mit Sprengfallen und so abgesichert hatte. Also es hatte oben immer etwas Beklemmendes, etwas Beengendes, ständig beobachtet zu werden, kontrolliert zu werden, Vorschriften zu bekommen, in einem Haushalt tätig zu sein, der nicht der eigene ist, der nie der eigene sein wird und der nichts mit einem zu tun hat. Das heißt, manchmal waren Sie richtig erleichtert, wenn Sie dann wieder in den Keller gesperrt worden sind. Ja, es war dann wieder mein Bereich, da konnte ich dann schreiben, lesen, über Dinge nachdenken, unbeeinflusst. Ich wurde nicht zurechtgewiesen oder misshandelt. Gibt es da auch schöne Erinnerungen für Sie, wo Sie sagen, das hat in dieser Zeit nur mir gehört? Also das waren Kleinigkeiten, wenn ich zum Beispiel etwas mehr aus dem Fenster schauen durfte oder wenn ich eine Blume oder eine Meise entdeckt habe im Garten oder wenn ich meine Sachen frisch gewaschen bekommen habe. Wie oft und warum kommen Sie jetzt in dieses Haus? Ja, vielleicht einmal alle 2 Monate, ja. Immer wenn irgendetwas ist, wie zum Beispiel der Wasserzähler, der getauscht werden muss, oder der Strom, der abgelesen werden muss, oder manchmal sind auch Reparaturen am Dach oder im Garten oder so notwendig. Wir haben in der Früh noch besprochen, soll ich dich in den Kinder in die Schule führen? Oder willst du alleine gehen? Weil das war die erste Zeit, wo sie, ich glaube, das zweite oder das dritte Mal ist sie erst alleine gegangen in die Schule. Ansonsten habe ich sie immer gebracht. Ja? Und sie wollte unbedingt schon groß, sie ist schon groß, hat sie gesagt, und jetzt will sie alleine gehen. Ich war sehr traurig darüber, dass ich mit meiner Mutter im Streit auseinandergegangen bin. Und sie hat auch immer gesagt, man soll nie im Bösen auseinandergehen. Und ich habe mir extra gedacht, ja, was soll an dem Tag passieren? Aber es war dann doch so. Hier entlang verlief mein Schulweg und ich habe schon da drüben bemerkt, dass hier ein Mann neben einem weißen Kastenwagen stand und hat mir gedacht, nein, das ist mir irgendwie unheimlich, ich wechsle die Straßenseite. Entschied mich aber dann kurzfristig, das doch nicht zu tun. Warum? Weil ich dachte, dass es kindisch sei. Am 2. März ist etwas Schreckliches passiert. Natascha ist um 7 Uhr auf dem Schulweg, Rennmannweg Brioschewig, verschwunden. Man hat sie nicht gefunden. Jetzt suchen Privatdetektive nach ihr. Sie wurde auch in Ungarn gesucht, weil sie am Wochenende mit ihrem Vater dort war und ihr Reisepass war noch in ihrer Schultasche. Ich vermisse sie.
Ihr wart Kinder. Wie habt ihr damals diese Botschaft aufgenommen? Ja, schrecklich. Jeder hat Angst gehabt. Ja. War gar nicht so drüber. Viel mit Weinen. Also am Anfang viel, viel geweint. Dann immer versucht, möglichst erwachsen damit umzugehen und wie Erwachsenen sich die Nachrichten anzuschauen, Zeitungen mitzulesen, mit Leuten zu reden, die vielleicht mehr wissen könnten oder so. Ja, wir haben viel darüber gesprochen. Es hat der Dieter aufgepasst, dass eben nicht alleine gehen. Immer sagen, ich hab dich lieb, bevor man sich verabschiedet. Das habe ich dauernd gehört nachher, nachdem die Natascha dann weg war. Und es war viel, viel Angst, Ungewissheit. Es tut mir in der Seele weh und es ist teilweise fast sogar schlimmer als die Erinnerung an die Entführung selbst, wenn ich merke, wie es anderen Leuten deswegen schlecht ging und wenn ich mir vorstelle, dass alle eben noch Kinder waren und dass es einfach kaum aushaltbar war, diese Angst zu durchstehen und der ganze Schock und ja. Sie haben immer noch geglaubt, auch dass sie zurückkommen könnte. Ja, und da steht schwarz auf weiß da. Und zwar, was steht da? Es steht immer wieder drinnen, ich warte auf sie, dass ich nicht aufgebe, weil sie auch nicht aufgibt, und das habe ich gewusst. Und ich habe Natascha nicht vergessen. Wie würden Sie sagen, dass sich die Natascha da jetzt entwickelt hat? In diesen 10 Jahren, seit ihr die Flucht gelungen ist. Toll. Vorbildlich, ja. Das würde man nicht glauben. Also, dass das so möglich ist, dass man so stark sein kann. Wenn dich wirklich jemand fragt, dann sage ich, ist ein völlig normaler Mensch. Ein ganz ein herzlicher, lieber Mensch. Und wer glaubt, dass sie ein Problem hat, hat wahrscheinlich selber eins in Wirklichkeit. Also, oder? Schon. Du weißt, was ich meine. Schon. Ja. Also. One night to be confused, one night to speed up dreams. We had a promise made, four hands and then away. Both under influence, we had a devotion to know what to say. Find is a word someday. Sie war als Kind schon stark? Sehr. Sie war quasi unsere Anführerin, oder? Und es hat sich durchgezogen und wahrscheinlich, wenn sie ein anderer Mensch wäre, würden wir wahrscheinlich heute nicht hier sitzen. Also hier über diese Stiegen, die sich unter diesen beiden Brettern befinden, konnte man vom Haus aus eben runter in die Montagegrube hin zu dem Verlies. Das es aber heute nicht mehr gibt, denn es ist von der Gemeinde verordnet worden, dass es zuzuschütten sei. Und das ist 2011 passiert. Das mussten Sie ja selbst bezahlen. Also genau. Das heißt, dieses Haus verursacht ja eigentlich enorme Kosten. Ja. Ist das Haus nicht mehr Fluch als irgendwas anderes? Auf eine gewisse Art und Weise haben Sie da recht. Ja, das ist so. The first 3 years, Natascha Kampusch spent almost entirely in the dungeon, on 8 square meters. Priklopil tried to break her with food deprivation, cold, and by switching on and off the lights arbitrarily. He ordered her to obey via an intercom system. Only seldom was she allowed upstairs to move more freely and to get fresh air. Sie haben gesagt, dass Sie sich manchmal gefühlt haben wie ein KZ-Opfer. Er hat auch immer Vergleiche gezogen und hat das eben gut gefunden, mich auch so zu behandeln. Er war daran interessiert, dass es mir auch so geht wie den Nazi-Opfern.
durch den Nahrungsentzug und die Demütigung. Und er hat natürlich auch den Hitler bewundert. Er hat versucht, mir so wenig Kleidungsstücke wie möglich zu geben, um eben zu zeigen, dass er der Herr sozusagen ist und ich eigentlich nur Sklave und unterdrückt. When Natascha Kampusch turned 12, Priklopil took her upstairs in the house more and more often to work under his supervision. She did the household, laid tiles and floors, and scratched wallpaper off the walls. The more Natascha turned into a young woman, the more violent Priklopil became towards her. Wie hat so ein gemeinsames Essen hier in dieser Küche ausgesehen? Naja, es war meistens so, dass ich das aufgewärmt hatte, was seine Mutter ihm für die Woche vorbereitet hat, oder eben extra was gekocht habe. Und dann hat er immer eine große Portion gegessen und ich durfte dann ein Drittel von dem, was er gegessen hat, essen. Ich hatte aber damals vielleicht 36 oder 38 Kilo. Dann hat er gemeint, ja, wenn du jetzt noch mehr isst, dann kannst du nichts mehr arbeiten, dann bist du so träge oder dann läufst du noch weg oder sonstige Sachen. Also er wollte einfach, dass ich mich nicht, dass ich so entkräftet wie möglich bin, damit ich mich eben nicht wehren kann. Frau Kampusch, Sie sind ja dabei, das Haus auszuräumen. Ja. Fällt es Ihnen schwer, sich von Gegenständen zu trennen? Das hat vielleicht manchmal so den Anschein, aber es ging eher darum, das Ganze halt noch so zu lassen, damit man sich noch besser erinnern kann als Gedächtnisstütze, damit das so ein bisschen noch da ist, um es zu bewältigen. In spite of the isolation, in spite of the beating and humiliations the girl had to suffer every day, Priklopil didn't manage to break Natascha Kampusch's will. Ich habe versucht, einfach Parole zu bieten, standzuhalten und dem Täter auch einen Spiegel vorzuhalten. Wie haben Sie das gemacht zum Beispiel? Also er hat es einfach bemerkt, wenn er angeeckt ist und nicht weiterkam in seiner Wut und in seinem unbedingt Dinge durchsetzen wollen. Also es war teilweise so, als hätte man mit einem Kind in der Trotzphase zu tun gehabt. Und da habe ich versucht, mir meine Angst, eventuell erschlagen zu werden, nicht anmerken zu lassen und Ruhe zu bewahren. To foresee threats and to ward them off. This has made Natascha Kampusch careful, also in her life after the kidnapping. There are blockades she wants to tackle, also in her singing lessons with Lisa Pupitz. Warum tut Singen gut, gerade auch Frau Kampusch? Man kommt der Stimme nicht aus und man kann durch die Stimme so viel ausdrücken. Es kann Blockaden lösen, das Singen. Es macht Spaß, ja. Und es ist ein Genuss, wenn man wirklich merkt, der Körper wird durchströmt von dem Klang und von einem guten Gefühl. Wie? Wo? Wo? Was? Vergessen Sie jetzt einmal alles, was Sie wollen, ja? Okay. Okay? Denken Sie nur, beim Einatmen wird der Raum groß innen, großer Raum innen, überall, ja? Überall großer Raum. Wie? Wo? Was? Wie? Wo? Was? Wie? Wir haben gerade gehört, dass Singen ja sehr viel mit Körpererfahrung zu tun hat. Ja. Wie geht es Ihnen mit Ihrem Körperbewusstsein? Ja, also bewusst bin ich mir schon, aber ich versuche ihn halt streng zu unterdrücken. Und ich komme immer mehr drauf, dass das nicht unbedingt das Beste für mich ist. Und ich werde mich immer mehr öffnen müssen. Und jetzt atmen Sie in meine Hände hinein. Langsam, langsam, in Ihrem Tempo. Genau, nichts wollen, passieren, geschehen lassen. Gut. Und zum Schluss ein Y, ja? Und spüren Sie jetzt die Weite vorne? Ja.
Ja. Welche Rolle spielt Therapie noch in Ihrem Leben? Eine wichtige Rolle. Und zwar ist es mir deshalb so wichtig, nicht aus dem Grund, dass ich sonst irgendwie keine Lebensperspektive hätte oder dass ich nicht wüsste, wie ich mein Leben gestalten soll oder wo ich hin soll mit meinen Emotionen und so. Aber Therapie ist einfach so toll, weil man da in die vielen Räume des eigenen Bewusstseins schauen kann, weil man sich dann immer mehr seiner selbst bewusst sein kann, bewusst werden kann, und das ist so schön. Aber aufpassen, dass es nicht runtergeht, gell? Also irgendwie müssen wir schauen, dass das, genau, schön platzieren, ganz gut platziert wird, was? Vielleicht so da hineingeschoben werden kann. Okay. After Natascha Kampusch graduated from main school in 2010, she considered to start a goldsmith apprenticeship. Even though she abandoned the plan, it's still a hobby for her, and she designs jewelry for her friends. She regularly visits goldsmith Andreas Zanaschka. Herr Zanaschka, wie war das, als die Natascha zum ersten Mal in ihr Geschäft gekommen ist? Irritierend. Das ist, glaube ich, jetzt 9 Jahre her, okay? Bis reinkommen. Ja, die Natascha war Kundin, ich war Händler. Ja. Heute gehörst du zum Freundeskreis, ne? Ja. Was war irritierend? Naja, ich habe sie zwar also visuell nicht gleich erkannt, aber von der Stimme her, das war so prägnant, das war sie natürlich, ja. Und natürlich überlegt man, wie redet man mit dir, ja? Mit deiner Vorgeschichte ist es natürlich nicht so einfach, da Kontakt zu fassen. Vor 9 Jahren, als wir uns kennengelernt haben, hat die Natascha zu Boden geblickt in einem Gespräch. Sie war unsicher, ich glaube, in ihrer gesamten Umgebung und mit den Mitmenschen, und das ist weg. Ich dachte für mich, ich müsse mich abgrenzen, um zu schauen, was geht gesellschaftlich konform, und da musste ich erst so eine Lösung finden für mich, wie ich damit umgehe. Vor 2, 3 Jahren hat sie sich wirklich geöffnet, und auch wenn andere Kunden herinnen sind, der Kundenkontakt ist da und da wird geschätzt. Das war vor 9 Jahren unmöglich. Also scherzen haben wir nicht können, gell? Das ist jetzt erst gekommen, dann eben mit der Zeit. Es war auch so, dass ich bereits in meiner Gefangenschaft begonnen habe, aus den Mitteln, die ich hatte, aus Papierresten und aus Modelliermasse und aus verschiedenen Dingen, so winzig kleine Teile gemacht habe. Und ich habe ja auch bei den Arbeiten manchmal auch Kieselsteine gefunden, also so runden Schotter oder so. Und da haben manche ganz nett geglänzt, nass habe ich gesammelt. Und ich habe auch begonnen, Steine zu fassen mit Draht und so, weil er ja Elektrotechniker war. Und dann habe ich halt so diese Kupferdrähte genommen und was gemacht. Ja, aber du ganz locker magst alles locker, gell? Und zwanglos. Ja, also, ja. Nur keine Prüfungen, gell? Nein. Die liegen da nicht, gell? Nein, nicht so. Gibt es Prüfungen, die du nicht magst, bei denen du dich scheust? Ha? Ich glaube, allein das Wort Prüfung ist schon ein rotes Tuch für mich, und ich liebe es einfach, für mich zu sein und die Dinge für mich zu erarbeiten. Sie möchte perfekt sein. Das ist ihr oberstes Ziel. Keine Fehler machen, und diesen Perfektionismus leider meiner Meinung nach ein bisschen zu stark leben. Man kann schon ein bisschen nachsichtig sein mit sich selber. Man muss nicht alles bis auf die Spitze treiben. Ja. Ist das auch die Angst vor Scheitern und Versagen? So, ich kann mir das Scheitern und Versagen vielleicht nicht so gut vorstellen. Oder ich kann es mir vielleicht zu gut vorstellen. Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Spielen Sie da jetzt auch auf Ihre Gefangenschaft an? Da ging es ja auch darum, die Kontrolle zurückzugewinnen, nicht zu scheitern. Ja, aber ich denke, es ging schon mein ganzes Leben lang drum, und deswegen habe ich die Gefangenschaft überstanden. Also dieser Wille auch zum Überleben, das ist so drinnen im Menschen. Und vielleicht ist das auch ein bisschen dann der Grund für meinen Perfektionismus. Ich komme aber lieber wieder rüber, gell?
These days, Natascha Kampusch speaks a lot with her mother about the time before her captivity, about a childhood that wasn't easy, the divorce of the parents, the many times she was alone because mother and father were working. Brigitte Cirny was branded a bad mother and even the murderer of her daughter. In was für Krisen hat sie das damals gestürzt, dass man sogar behauptet hat, sie hätten ihre Tochter umgebracht? Ja, ich denke mal, also ich habe eigentlich am Balkon da draußen habe ich eigentlich von mir selber Angst bekommen. Ich bin dann monatelang nicht am Balkon rausgegangen. Ja. Weil sie runterspringen wollten. Also so weit. Und jetzt kommen mal die Trainer, die will ich auch nicht haben. Brigitte Cirny never wanted to cry in front of running cameras. She didn't turn her internal suffering outwardly. But the public wanted to see a suffering mother. On the quiet, even the investigators thought she was guilty. Neighbors avoided them, friends broke off contact. In his grief, Natascha's father, Ludwig Koch, clung to every straw and joined private investigator Walter Pöschaker, who claimed that the mother and a friend had buried the 10-year-old in an excavator pond. Frau Cirny, diese Wohnung steckt so voller Erinnerungen, auch viel an negative Erinnerungen. Warum sind Sie hier nie weggezogen? Wie die Natascha nicht nach Hause gekommen ist, habe ich gesagt, wenn sie fliehen kann, von wo auch immer, findet sie nach Hause. Ich habe auch das Auto wieder in Rot mir besorgt, nach einigen Jahren, dass sie, wenn sie einen roten Golf sieht, dass sie die Mama findet. Ja, aus dem Grund. Und ich sage, warum soll ich wegziehen? For the first time 3 years after Natascha had disappeared, Brigitte Cirny went with her daughters Claudia and Sabina and her 5 grandchildren to Wienerbruck, a Vienna relaxation park. They lit candles for Natascha in nearby Mariazell, a place of pilgrimage, a tradition the family has continued to this day, for 10 years now, together with Natascha. No one can judge how much grief Natascha's disappearance has brought to the whole family. Ja, damals war das einfach nur die Hölle. Es war immer nur so wie so ein Hammer. Das waren die Schlagzeilen, das waren dann irgendwelche Meldungen, die irgendwo dahergekommen sind, in irgendwelchen Köpfen geboren wurden und die in Wirklichkeit überhaupt mit gar nichts zu tun hatten. Wie ist es Ihnen damit gegangen, dass Ihre Mutter auch ständig beschuldigt worden ist? Das macht einen furchtbar traurig, ja. Man weiß ja, dass das nicht so ist, ja, und dann gibt es Menschen, die sprechen darüber und kennen uns gar nicht. Oder meine Mama, ja. Wir waren ja keine Opfer in dem Sinn und deswegen hatten wir auch keine Unterstützung von Professionisten, ne? Und mussten das alleine schaffen. Das hier sind die Räumlichkeiten, in denen sich seine Mutter aufgehalten hat, wenn sie hier übernachtet hat am Wochenende. Das war jedes Wochenende, ja, oder? Genau, sie war jedes Wochenende da und hat dann eben für ihn geputzt, gekocht, vorgekocht für die Woche, gebacken und aufgewaschen. Und ich musste eben immer spätestens am Freitag auch noch einmal staubsaugen und aufwaschen. Aber er wollte eben keine Spuren hinterlassen, keine Haare oder so etwas. Und Sie mussten dann immer ins Verlies? Genau. Was für ein Verhältnis hatte Wolfgang Priklopil zu seiner Mutter? Also ich denke, es war gespalten. Er wollte einfach der Vorzeigesohn bleiben, aber gleichzeitig sich emanzipieren. Also er war ein Muttersöhnchen und ja. Ab wann war das circa, dass Sie neben ihm schlafen mussten? Etwa ab 2004. Weil da konnte er sich dann sicher sein, dass man mich, wenn ich, also ich war ja noch teilweise manchmal bei Einkäufen mit, dass man mich nicht mehr wiedererkennt. Und warum war es Ihnen da nicht möglich, wegzulaufen? Weil das Zimmer hier zugesperrt war und ich außerdem an ihn gefesselt war.
Und er hat den Schlüssel auf den Kasten dort oben gelegt und auch die Zange zum Aufzwicken der Kabelbinder. Und so konnte ich mich natürlich nicht befreien, weil er ja auch ein schwerer erwachsener Mann dann an meinem Arm war und ich so nicht weglaufen konnte, ohne ihn aufzuwecken. War das dann schon langsam die Zeit, wo er sie zu seiner Frau machen wollte? Genau, ja, das war sein Plan. Er hatte wohl gedacht, dass er das irgendwie vertuschen kann, sein Verbrechen, und dass ich dann oben mit ihm ganz normal lebe und ihn vielleicht sogar mit falschen Dokumenten heirate oder sowas. Ich habe halt zum Schein das Ganze gut gefunden, damit ich irgendwann einmal eine Chance bekomme, wegzulaufen. Sie wollten ja auch nie jetzt über sexuelle Kontakte sprechen. Warum haben Sie sich da immer so bedeckt gehalten? Es ist ja klar, das ist etwas Privates. Die meisten Leute sprechen nicht über das, nicht mal im Freundes- und Bekanntenkreis. Und wenn so schlimme Sachen passieren, redet man natürlich überhaupt nicht gerne über so etwas. Priklopil filmed his prisoner again and again. They are absurd recordings of a played reality. Natascha Kampusch eating her birthday cake, working in the house, and how Priklopil forced her to run the stairs up and down for 1 hour. The police watched the videos and promised not to make any copies. As the material wasn't relevant for further inquiries, it was returned to the victim. A German journalist, who claimed he was a fatherly friend of the Kampusch, got copies anyway. Against Natascha's will, he published them in a book now. Kampusch went to court, but she's lost the trial. Warum wollten Sie nie über diese Videos sprechen? Weil ich dort eben angeschlagen, mit Glatze zu sehen bin, in seltsamer Kleidung. Das ist einfach nicht würdevoll. Das verletzt den Stolz und die Menschenwürde. Ich frage mich, ist es das wert? Wie viel werden die denn damit verdienen? Nicht? Also im Grunde genommen kann niemand glauben, wenn er so etwas tut, dass man ihn dann feiern wird als Retter von Natascha Kampusch, als Erlöser sozusagen, sieht sich ja dieser Autor. Es ist einfach ein Bloßstellen und damit setzt er sich für mich auf die gleiche Stufe wie der Entführer. Bitte wieder anreiten. Ja, sehr gut. Oberkörper ist immer hinten. Ja, bleib hier auf der großen Tour. Susanne, was kann denn Frau Kampusch beim Reiten lernen? Alles. Ich freue mich erstens einmal, dass sie den Sport, dass sie das sportlich macht. Dass sie nicht nur das Pferd streichelt, sondern dass sie auch wirklich sportlich reitet. Und sie hat sehr viel Disziplin und sie hat auch sehr viel Gefühl für das Tier. Sie spürt, wenn es dem Pferd nicht gut geht. Sie trainieren ja wahrscheinlich viele Menschen. Ja. Aber warum ist das bei der Frau Kampusch so etwas Besonderes? Eben auch etwas, was sie so berührt. Ja, weil sie ganz einfach so stark wird im Leben, weil sie so ins Leben zurückfindet und weil sie so gute Fortschritte macht. Das sind so liebe Tiere, sie sind so sanftmütig, sie sind Fluchttiere, aber sie sind so stark gleichzeitig. Haben Sie in den vergangenen 10 Jahren vom Umgang mit Tieren auch den Umgang mit Menschen kennenlernen können? Ja klar, also bei Menschen ist es ja auch so, manchmal haben die keine Lust, irgendetwas zu tun, sind nicht motiviert. Und dann hilft oft eine kleine Aufmunterung, ein liebes Wort und so. Und das ist bei Pferden genauso. Und durchsetzen muss man sich auch lernen, ja. Also manche Menschen kapieren das nicht und beim Pferd kann man es eben so schön üben, sich durchzusetzen. Das ist das Schöne. Gell, Lorelei? Sind Sie schon so weit, dass eine Beziehung
möglich wäre? Also vielleicht hat das nichts mit der Zeit oder so zu tun und auch nicht mit der Gefangenschaft, auch nicht mit meinem Alter, sondern nur etwas mit mir, ob ich dazu bereit bin. Und ich denke, ich bin schon ein Mensch, der beziehungsfähig ist. Liegt es vielleicht eher an den anderen, die Angst hätten, sich mit ihnen einzulassen? Ich denke schon. Also es ist mir oft auch so passiert, dass Leute auf mich zugekommen sind und mich beruhigt haben, dass sie nichts von mir wollten. Oder auch Frauen zu mir sagten, du musst dir keine Sorgen machen, es steht sowieso kein Mann auf dich. Und ich war natürlich entsetzt und habe mich gefragt, was ist an mir so falsch? Und mir war aber dann schnell klar, dass die Person mich einfach beruhigen wollte, dass mir nichts Böses mehr zustößt, dass ich jetzt für immer beschützt bin, dass man mich quasi als ewiges Kind sieht und dass man auf gar keinen Fall alte Wunden oder sowas aufreißen möchte. Even though it was a huge joy when Natascha returned 10 years ago, it was also difficult for the family to build up a light-hearted relationship with the girl who was 18 meanwhile. So machen wir das. Ich wusste nie, wie weit ich gehen kann, ja? Was ist jetzt gut und was soll ich eigentlich lassen? Ne? Ich wollte sie natürlich bemuttern, es ist schwierig. Man verliert ein 10-jähriges Kind und dann kommt eine erwachsene Person. Sie hat das auch ein bisschen übertrieben in der ersten Zeit, weil sie eben so lange ihr Kind vermisst hat. Und ja. Zu viel Liebe, zu viel Nähe. Ja, ich brauchte einfach wirklich die Möglichkeit anzukommen. Ich musste mir Ausweisdokumente erstellen lassen. Ich musste alles Mögliche Rechtliche klären. Ich wusste gar nicht, wo mir der Sinn stand. Und dann auch noch die Bedürfnisse von so vielen Menschen zu berücksichtigen, damit war ich damals überfordert. Wie konnte Ihnen dann die Flucht gelingen? Der Entführer war kurz weg, weil er telefonieren wollte. Er hat ein Objekt verkauft und da haben sich sehr viele Interessierte gemeldet. Und damit er besser telefonieren kann, ist er weggegangen. Und ich habe in der Zeit das Auto gereinigt und habe bemerkt, er hat die Tür dann nicht zugesperrt und sie offen gelassen sozusagen. Und dann habe ich die Gelegenheit genutzt und bin weggelaufen. Und wo war dann diese Nachbarin, die Ihnen geholfen hat? Also ich bin mir nicht sicher, weil da waren so, diese Hecken waren alle noch nicht so hoch. Es kann auch dieses Haus hier gewesen sein. Dieses. Ich bin allerdings da durch die Gegend gelaufen. Je näher ich dann zu ihr gekommen bin, ich weiß nicht, die Knie sind ganz weich geworden. Wir sind aus dem Aufzug raus. Ja, sie ist es. Dann sind wir, glaube ich, eine Dreiviertelstunde gestanden, nur so. Und haben uns gehalten, umarmt und wir haben uns ins Ohr geflüstert, dass niemand zuhören konnte. Einfach so, das war eine ganz, ganz richtige Schwestersituation. Ich habe sofort erkannt und sie schaut mich an, nimmt meine Weste, sagt, du bist ja noch immer so hübsch. Ich habe mir gedacht, da kommt eine alte Verschrummelte. Kam Ihnen dieses Mundwerk bekannt vor? Ja, das kam mir bekannt vor, ja. Also sie ist meine geblieben. Frau Kampusch. Only 2 weeks after her escape, Natascha Kampusch gave her first interview to Thema. 1 million euros had been offered for the first photo of the young woman. And everybody wanted to avoid that she would be hunted. Fühlen uns mal wohl. Es ist unglaublich, dass sie jetzt da sitzt und sie selber fragen kann, Frau Kampusch, wie geht's Ihnen? Ja, den Umständen entsprechend gut. Pensavo solo a fuggire, Natascha. Natascha Kampusch, которая провела в заточении. Natascha Kampusch apparaît enfin au grand jour. Incredible story, first aired there. Natascha Kampusch's ordeal has come as an ugly shock. Ich war sehr verzweifelt und sehr wütend.
When a 10-year-old Austrian girl vanished on her way... Sera la prima intervista televisiva a Natascha Kampusch. He grabbed me. I tried to scream, but no sound came. Ich versuchte zu schreien, aber es ist nicht... Es kam kein Laut. Wenn mich nicht irgendwann einmal rauf ins Haus genommen hätte, damit ich ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit habe, ich weiß nicht, ob ich dann nicht wahnsinnig geworden wäre. Ja, das ist so unangenehm, wenn irgendwer drauf anspricht. Ich fand sie urinteressant. Ich habe sie die ganze Zeit auch, die Bilder, die wir halt daheim haben, sehe immer nur, wie ich den Mund offen habe und sie anschaue, staunend. Also es war sehr spannend. Alina was born only 2 years after Natascha's kidnapping. Since it had become more quiet around Natascha Kampusch 3 years ago, after the end of all inquiries, Alina has met her aunt more often. Sie ist einfach fröhlich. Also wirklich unglücklich habe ich sie noch nie gesehen. Sie ist immer fröhlich und sie ist auch immer nett und sie kommt auch immer her und umarmt einen, also so richtig liebevoll. Das ist ja, also ich finde das schön. Und sie ist ja irrsinnig gescheit, ist das nicht manchmal ein bisschen mühsam? Nein, ich höre gern zu. Mich stört das nicht. Sie kann reden, ich höre halt zu. Also das sollte man auch In contrast to media reports which stated over and over again that Natascha Kampusch had broken with her family, she also has regular contact to her father Ludwig Koch and his wife Georgina. Und was ist dieses schöne Tor da auf der rechten Seite? Was ist das Schönes? Weißt du das, Georgie? Nein. Papa, du kannst uns das sicher sagen. Da ist ja der Stephansdom auf der linken Seite. Und dort, das ist das? Ist das das Rathaus? Nein, das ist... Rathaus, ja, das ist sicher, ist so das schön. Rathaus. Das ist so schön. Ach so. Frau Kampusch, Sie wollten ja mit uns und Ihrem Vater und seiner neuen Frau in den Prater gehen. Warum? Weil ich mit meinem Vater früher immer im Prater war. Und das war immer so spannend. Ich liebte es. Hochschaubahn, Geisterbahn, auch mit den Pferden im Kreis reiten. Wann waren Sie denn zum letzten Mal im Prater? Ich denke, da war ich 9 Jahre alt. Können Sie sich noch an den letzten Besuch mit der Natascha im Prater erinnern? Eigentlich schon. Da war da unten vor dem Riesenrad war so ein Pferdekarussell. Und da musste ich meine Sünden abbüßen. Ich glaube, 20 Mal oder sowas ist da jedes Mal geritten. Aber das Bild habe ich heute noch von mir. Da kommen mir heute wirklich Erinnerungen auf. Die lieben und schönen Erinnerungen, die haben mir Kraft gegeben, dass ich auch die bitteren Jahre durchstehen konnte. Wenn ich in der Nacht munter worden bin oder ich überhaupt nicht schlafen konnte, ist mir das alles immer durch den Kopf gegangen. Ihr Verhältnis war ja auch nicht immer so problemlos nach der Flucht. Möchte ich eigentlich nicht sagen. Ich habe meine Tochter immer geliebt, lieb sie heute noch. Und sie, glaube ich, auch, weil sonst würden wir jetzt nicht hier sein. Teilweise gab es so Aktionen seitens meines Vaters, die ich einfach nicht einordnen konnte und verstehen konnte. Und da war es mir einfach wichtig, mich ein wenig zu distanzieren. Einiges war sogar unverzeihlich. Was für Dinge meinen Sie damit unverzeihlich? Naja, diese ganzen Inzweifelstellungen, dass das alles so war, wie es war, dieses Misstrauen, dieses Paranoide, da die Medien ja auch an allem dann zu zweifeln begannen und nicht nur an der Eintätertheorie. Und das hat mich halt auch sehr verletzt, weil ich mir dachte, mein Vater könnte ja auch seine eigene Ansicht für sich behalten, er müsse sie ja nicht den Journalisten nahebringen. Ich muss es, ja, aber ich kann nicht glauben an die Eintäter-Theorie. Wenn Sie glaubt, das war nur ein Täter, das kann ja möglich sein. Das kann möglich weiß sein. Es. Did Wolfgang Priklopil act alone, or were there several culprits?
The statement of a 12-year-old girl who had observed the kidnapping and believed to have seen two men became the basis for numerous conspiracy theories. Kampusch stressed over and over again that Priklopil was alone. Ich habe immer nur einen Täter gesehen. Ich habe nur einen Täter gesehen und wurde nur von einem Täter gekidnappt. Ich sehe irgendwie keinen Sinn drin, dass man nach Mittätern sucht, wo man schon drauf gekommen ist, dass es keine Mittäter gibt. Kampusch is being accused of covering a pedophile ring. Allegedly, there are sex videos with several men. Priklopil didn't kill himself, but was murdered and only then put onto the rails. Some claim that Kampusch could have planned her kidnapping as a 9-year-old because she was premature and then lived with Priklopil voluntarily. The former president of the Supreme Court, Johann Reschut, also joins the conspiracy theorists. Sie hat Rede und Antwort zu stehen. Und wenn das unschlüssig ist, in vielen Punkten unschlüssig ist, dann muss er sich schon gefallen lassen, dass das hinterfragt wird. Also former president of the Constitutional Court of Justice, Ludwig Adamovic, is guided by speculations. Gibt es aus Ihrer Sicht noch Hinweise auf einen zweiten Täter oder schließen Sie sich dem an, was hier gesagt wurde, es gibt keinen zweiten Täter? Also, mein Schweigen müsste Ihnen genügen. Ich sage nichts dazu. But then he does say something, namely that Kampusch was probably better off in captivity than with her parents. The job to indicate ascertainment errors in the Kampusch case turns into a campaign against the young woman. During a parliamentary committee of inquiry, even politicians scatter evil rumors. Sollte die Natascha Kampusch ein Kind geboren haben, so stellt sich die Frage, was ist mit diesem Kind, wo ist dieses Kind? The case was looked into 5 times. During the final inquiry, the German Federal Police and the FBI were involved. After 7 years, in spring 2013, the conspiracy theorists must take note that there is no hint to several culprits. And the file, enclosing more than 300,000 pages, is closed. Das hier ist die Haarlocke, die besagte. Die soll ja angeblich von meinem in Gefangenschaft geborenen Kind sein. Die FPÖ hat sich da sehr auf diese Haarlocke fixiert. Ich habe mir diese Haarlocke einfach abgeschnitten damals, weil ich wissen wollte, wie meine Haarfarbe ausgesehen hat, weil ich ja dann lange eine Glatze trug und ich wusste nicht, wann meine Haare wieder wachsen durften. Dadurch, dass viele Leute einfach das glauben, was in der Zeitung steht, war es echt arg. Also die Menschen dachten, dass ich ein Kind bekommen hätte und es umgebracht hätte. Und dann kamen so alte Damen auf mich zu und haben mich einfach versucht zu schlagen oder mich als Lügnerin oder Luder oder Schlampe bezichtigt. Und oft waren das so Situationen, wo ich mir dachte, um Gottes Willen, wo bin ich da hineingeraten? Das kann ganz gefährlich ausgehen, weil man damit Hass auf mich gelenkt hat und mich quasi als Lügnerin bezichtigt hat und die ganze Sache angezweifelt hat. Aber was hätte ich denn davon, wenn ich lügen würde? Und was würde es denn an dem Verbrechen selbst ändern, wenn meine Kindheit schlimmer gewesen wäre? Weil es ist ja dennoch ein Verbrechen, jemanden zu entführen. Und der Täter ist der Täter und ich bin das Opfer und deswegen sollte man mich nicht zum Täter abstempeln. But the strong attacks against Natascha didn't only hurt her terribly, but also her friends. Für mich war es furchtbar, weil ich habe mich auch persönlich angegriffen gefühlt. Und ich finde es eine Frechheit eigentlich, dass es Menschen gibt, die einem das unterstellen. Ich habe das ignoriert. Also das sind ja alle Spekulationen. Im Endeffekt weiß nur sie, was passiert ist und das ist ja unwichtig. Sie war nicht da. Ja. Sie ist zurückgekommen, hat dieses erste Interview mit ihnen gegeben und war so stark. Sie hat nicht gebrochen ausgesehen oder nicht unterdrückt und war einfach nicht das typische Opfer. Und es kann sein, dass die Leute sich damit schwer tun.
Haben Sie sich seit Ihrer Flucht vor 10 Jahren jemals frei gefühlt? So richtig frei, vielleicht in ganz wenigen Momenten. Aber es war auch ein Gefängnis, in das ich da wieder zurückgekehrt bin. Ein Gefängnis der Urteile und Verurteilungen. Ein Gefängnis der Gesellschaft. Natascha Kampusch wants to pass her A-levels and has already taken some exams. She wants to take time for that. Time that Wolfgang Priklopil had stolen from her, and time which she has lost because of the inquiries. Kampusch has never received any money from the state. She gets a monthly income from the interviews, her book, and a feature film. As long as she lives a modest life, the money will be enough for the next 10 years. The 28-year-old doesn't accept criticism that she makes money with her fate. The argument for a second book project, for the anniversary, is the same as with the first interview. She wants to tell her story herself. Außerdem hätten dann diese ganzen Leute, die sowieso Schindluder mit dieser Geschichte trieben, freie Hand gehabt, weil ich ja nicht da gewesen wäre, um zu widersprechen, um ein Zeichen zu setzen, um da zu sein und einfach dem, was wirklich war, Ausdruck zu verleihen. Dann hätten wir einfach irgendeine Geschichte draus gemacht und das wollte ich nicht. Ich wollte auch in Österreich bleiben. Ich wollte nicht, dass meine Familie ihre Identität verändern muss. Warum sollte ich dann meinen Namen ändern? Ich bin ja kein Gefängnisinsasse, der sich dann vor einem schlechten Ruf oder sowas fürchten sollte. Natascha Kampusch also wants to continue to be involved socially. She has been friends for a few years with Ute Bock, who needs 24/7 care after a stroke. After Kampusch created a successful children's hospital with donation money in Sri Lanka, she now wants to fight for refugees. Ich denke, sie sind umgeben von Leuten, die sie gern haben, und sie haben sich auch alle gern. Ja. Sie sind so die Mutter von dem Ute Bockhaus und von allen Flüchtlingen. Ja, diesen blöden Ruf habe ich schon lange. Also vor einiger Zeit, das ist noch nicht so lange her, ging es darum, vielleicht das Haus einer Flüchtlingsfamilie zur Verfügung zu stellen und zu schauen, ob es dafür in Frage kommt. Es ist so, dass sie die Leute abgekriegt haben, dass ich da hinkommen soll. Das gesehen gewesen sehr, was wir jetzt auch immer haben. Und bringt uns da das Gesindel her. Also die ehemaligen Nachbarn von Wolfgang Priklopil wollten keine Flüchtlinge in Strasshof. Ja. Up to now, bureaucratic hurdles have made any use of the house in Strasshof impossible. So it remains standing as a memorial for what can happen behind high hedges and thick walls, unnoticed by everyone. But this won't stop Natascha Kampusch from going her own way. Wo sagen Sie, das möchte ich noch bewältigen? Ich denke, dieses noch mehr zu sich selbst stehen, unabhängig davon, was andere Leute für Bedürfnisse haben, ist vielleicht noch ein Punkt, den ich noch erweitern könnte. Dass ich einfach sage, okay, ich darf da sein, ich darf leben, ich darf mich entfalten. Das ist es. Die Kopfhörer.